Zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens 1945 dirigiert in der wiedererbauten Semperoper Fabio Luisi ein faszinierendes, doch äußerst selten gespieltes Werk. Es ist die erste Symphonie des Münchner Komponisten Karl Amadeus Hartmann. 1935 begann er mit der Vertonung von Versen des Dichters Walt Whitman. Ich sitze und schaue aus auf alle Plagen der Welt und auf alle Bedrängnis und Schmach. Es ist kein Requiem im Sinn eines Requiems. Deshalb heißt es nur Versuch eines Requiems. Wurde auch nicht geboren als Versuch eines Requiems, sondern als Kantate auf Texte von Walt Whitman. Ich hörte die Allmutter, als sie Gedanken vor, auf all ihre Toten schaute, verzweifelt auf all die verzerrten Leibe. Ihm war es wichtig, Trauer als sensibler, aufnahmefähiger Mensch mit Aggressivität, also Opposition, zu verbinden. Karl Amadeus Hartmann war eine Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Komponisten der Vor- und Nachkriegszeit. Ihn den moralischsten Komponisten Deutschlands zu nennen, scheint nicht übertrieben. Beschäftigt man sich mit seinem Requiem. Das ist nicht das Requiem, was mit der Liturgie oder mit Konfession oder überhaupt mit Religion zu tun hat. Das ist ein Requiem, das ist das sich dessen bewusst werden, was Tod ist. Ist nicht nur Tod eines Menschen, ist nicht nur Tod von Person oder von Lebewesen. Das ist Tod von Gewohnheiten, Tod von Ideen, Tod von Kultur, Tod von Zivilisation. Über das einst unbeschwerte München der 20er Jahre ziehen die Schatten des Nationalsozialismus. Und aus dem lebensfrohen, jazzbeeinflussten Bayern, Karl Amadeus Hartmann, wird ein sensibler Beobachter der Zeit, der seinen Kompositionsstil drastisch verändert. Er hat immer vorausgesehen schon, dass es irgendwann auf Krieg rausläuft. Und deswegen hat er 1933 eine Gattung, die er bisher noch nicht bedient hatte, nämlich das Streichquartett. Das ist sozusagen ein Rückzug in die engste musikalische Welt. Und es beginnt mit einer einzelnen Bratsche, die spielt ein jüdisches Thema, ein leicht verändert, ja. Und dieses jüdische Thema spielt dann auch noch eine Rolle in der Oper Simplicius Simplicissimus und auch noch in der ersten Symphonie. Das war quasi, wie er gesagt hat, es ist die Zeit für eine Gegenaktion. Ich muss ein Bekenntnis ablegen. Hartmann schaute nicht weg, wenn jüdische Freunde und Kollegen plötzlich verschwanden. Einer seiner Brüder, ein bedeutender Maler und politischer Aktivist, konnte im letzten Moment in die Schweiz fliehen. Das nahe München gelegene Konzentrationslager Dachau, von dem die meisten Zeitgenossen erst nach dem Kriege erfahren haben wollen, war schon damals für ihn Inbegriff der Menschenverachtung. Von nun an verstand er seine Kompositionen als Bekenntnis gegen die Nazis. Die Tränen, das ist vielleicht das zentrale Stück dieses Werks,
für mich sind die der Ausdruck der Fassungslosigkeit. Nicht unbedingt des Todes, aber Fassungslosigkeit, weil gewisse Prinzipien eben zu Tode getreten werden. Damit Karl Amadeus Hartmann weiterarbeiten darf, muss er einen ARIA-Nachweis bei der Reichsmusikkammer einreichen. Lange füllt er ihn nicht aus. Dann nur unvollständig. Er wird ein Fall für die Münchner NSDAP-Parteileitung. Die fordert dringlich Berichte an über den widerspenstigen Komponisten. Immer mehr zieht sich Hartmann zurück. In den Krieg muss er nicht, weil ihm befreundete Ärzte Wehruntauglichkeit attestieren. Hartmann vergräbt sich in sein Arbeitszimmer und komponiert für die Schublade vor allem. Die Wahl von Hartmann war nicht nur von ihm getroffen, sondern war seine Musik immanent. Diese Musik mit dieser Aussage war in den 30er und Anfang der 40er Jahre einfach nicht gewünscht und nicht möglich. Und daher wollte er auch keine andere Musik komponieren. Das war das, was er komponieren wollte. Und obwohl er eben nicht jüdischen Glaubens war, hat er sich in eine, sagen wir, inneren Emigration zurückgezogen. Er ging nicht weg von Deutschland, er blieb in Deutschland, er hatte auch einen Beruf, er durfte seinen Beruf ausüben, aber seine Musik wurde nicht aufgeführt. Wenn man als Komponist 12 Jahre lang nur ganz vereinzelt Öffentlichkeit hat in Konzerten. Also 8 Mal hat er Konzerte gehabt im Ausland, nicht in Deutschland. Und ist man natürlich ein Mensch, der ganz auf sich selbst bezogen ist, der auch fast niemanden hat zum Austausch oder miteinander sich zu überlegen irgendwas. Das ist ein Monadendasein im eigenen Werk und mit den eigenen Sachen. Und auch nach dem Krieg ändert sich Hartmanns Situation kaum. Die Deutschen wollen vor allem eines vergessen. Der Schlager boomt. Die Konzertmusik aber wird immer konstruierter und artifizieller. Doch Hartmann ist nicht bereit, seine Musik dem modernen Geschmack anzupassen. In seinem Haus in München-Schwabing arbeitet er weiter. Aufgeführt wird er kaum. Oft überarbeitet er seine älteren Werke. 1955 auch sein Requiem. Manchmal sendet der Bayerische Rundfunk zu später Stunde seine Musik. Ulrich Dibelius, damals ein junger Musikredakteur, hatte die Einzigartigkeit der Hartmannschen Musik entdeckt. Er hat natürlich auch stilistisch entsprechend seiner Entwicklung jünger Jugendwerke nachbearbeitet. Und zwar diese Chronologie, die angeblich in der Zählung von Symphonien liegt, ist bei ihm durchbrochen. Das ist alles Quatsch. Das war auch eine Spezialität, sagen wir, von Hartmann, eine Gewohnheit, seine Stücke immer wieder zu korrigieren und zu verbessern. Diese erste Symphonie ist auch nicht anders gegangen. Und tatsächlich merken wir nicht Kinderkrankheiten, was oft bei Frühwerken von Komponisten zu beobachten ist, sondern wir können eine große Tiefe und Reife feststellen. Hartmann verschließt sich nicht dem Neuen. Er wird sogar zum Förderer junger Musik. Musica Viva heißt die Konzertreihe, die er als Dramaturg an der Bayerischen Staatsoper 1947 entwickelt. 1963 stirbt Hartmann. Erst Ende der 70er Jahre wird seine Musik allmählich wiederentdeckt. Seit Jahren beschäftigt sich Fabio Luisi mit Hartmanns Werk. Seit 1996 gefeierter Chefdirigent des MDR-Symphonieorchesters in Leipzig und der Wiener Symphoniker. Ich halte nichts von Interpretation. Ich gebe keine Interpretation, ich gebe eine Wiedergabe des Werkes. Und diese Wiedergabe, meine Aufgabe bei dieser Wiedergabe ist,
versuchen, den Willen des Komponisten zum Klingen zu bringen. Also, ich bin nicht im Vordergrund, sondern die Musik ist im Vordergrund und ich bin ihr Anwalt. Auch Luisi lässt sich nicht in scheinbar unumstößliche oder gerade modische Raster einordnen. Ich suche eine Partitur, nämlich eine Hartmann-Symphonie, die Fabio hofft, sie hier gelassen zu haben, wenn sie nicht in unserer kleinen Wohnung in Wien vergessen wurde. Mit seinem unkonventionellen, einfühlsamen Herangehen feiert er seit Jahren Erfolge weltweit. Auf diesem Tisch sind eigentlich die ganzen Partituren, die in der nächsten Zeit dringend dran sind, oder moderne Sachen von Komponisten, die sich, wie zum Beispiel sowas hier, die sich in Erinnerung bringen, die was vortragen möchten, was sie gerne aufgeführt haben möchten. Also haben wir dann solche Dinge. Das ist schon bearbeitet von Fabio, wie man sieht. Er hat also das Ganze schon mit seinen Zeichen verschönert. Der höfliche Fabio Luisi ist ein strenger Arbeiter. Selbst wenn er scheinbar gängige Standardwerke dirigiert, ist er in seinem Anspruch geradezu unbarmherzig. Ein Geheimnis seines Erfolges. Ab Sommer 2007 wird der weltgewandte Fabio Luisi Generalmusikdirektor der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Warum geht er nicht nach Wien, New York oder Mailand? Was ist so reizvoll an Dresden und seinem Orchester? Dieses Orchester hat einen besonderen Klang. Das ist etwas, was man sehr schwer beschreiben kann. Man muss es einfach hören. Das ist eine Spielkultur, es ist eine Klangkultur, die sich eigentlich fast nur hier erhalten hat im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte. Ich glaube, der Ausgangspunkt dieser Spielkultur ist die Konzentration auf den Klang an sich. Kalte Perfektion kennen wir auch von vielen hervorragenden Orchestern, bei denen wir feststellen, ja, das ist eine rhythmische Perfektion da, das ist eine Perfektion im Zusammenspiel, aber es fehlt irgendwie die Beseeltheit des Klanges. Und das ist wie ein Mensch, der spricht. Natürlich, der Inhalt ist das, was er spricht, aber wie er das spricht, spielt auch eine sehr große Rolle. Mehr als 450 Jahre reicht die Tradition der Sächsischen Staatskapelle Dresden zurück. Es ist damit wohl das einzige Orchester Deutschlands, das über mehr als 4,5 Jahrhunderte hinweg ununterbrochen musiziert hat und zugleich immer zu den führenden Klangkörpern gehörte. Wenn Fabio Luisi nun Hartmanns erste Symphonie dirigiert, wird das schwere Kost für den Musikliebhaber? Es ist nicht schwer, diese Musik zu hören, weil man kann sich tragen lassen. Ist vielleicht eine gewisse Härte, die im ersten Moment ein bisschen überrascht. Aber wenn wir den Text lesen beziehungsweise hören, ist etwas, was uns wirklich das ganze Leben begleitet. Das ist das Beobachten, die Fassungslosigkeit über gewisse Vorgänge und Aktionen von anderen Menschen gegenüber Menschen. Das Begleiten der Trauer, das Begleiten dieser absurden Situation. Und das ist etwas, was sehr verhaftet ist in der Zeit der Entstehung dieser Komposition. Aber das ist etwas, was wir auch jeden Tag beobachten können.